Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die aktuelle Corona-Lage ist nach wie vor angespannt. Die NRW-Karte ist weiterhin flächendeckend rot. Und laut aktuellem Lagebericht liegen 10 Kommunen gar über einem Inzidenzwert von 200. Und die nun getroffenen Maßnahmen verlangen uns allen viel ab. Die gesellschaftliche Solidarität und Akzeptanz basiert auf der Nachvollziehbarkeit, aber auch der klaren Kommunikation von Regierungshandeln. Und der Titel Ihrer Unterrichtung, verantwortungsvoll und vorausschauend, die Lage und der Ausblick zur Bewältigung der Corona-Pandemie, hätte aus unserer Sicht schon seit Monaten Grundlage Ihrer Politik sein müssen. Und auch heute haben wir ehrlich gesagt wenig zu einem konkreten Plan gehört, wenig dazu gehört, wie Sie ab Dezember die Lage weiter gestalten wollen. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass die Landesregierung auf unsere Forderung nach einer regelmäßigen Unterrichtung des Parlaments heute eingeht. Aber eigentlich hätten wir erwartet, dass die Schulministerin uns heute über ihren Plan für die Schulen im Land unterrichtet. Und mehr noch, es gab nicht mal ein einziges Wort dazu. Weder der Gesundheitsminister ist darauf eingegangen, noch Herr Preuß ist in seiner Rede auch nur ansatzweise auf diesen entscheidenden Bereich, über den das ganze Land diskutiert, eingegangen. Das finde ich nicht nur irritierend, auch das finde ich ein Beleg dafür, dass diese Regierung offensichtlich keinen Plan hat. Es drängt sich einem, Herr Ministerpräsident, es läuft nicht gut, auch wenn Sie das hier konsequent dazwischen rufen, denn was tatsächlich die Lage im Land ist. Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass Ihre Schulministerin sich in ihrem Beharren auf Präsenzunterricht verrannt hat. Und jetzt findet sie offensichtlich, und Sie unterstützen sie scheinbar dabei, jetzt findet sie keinen Weg aus dieser Sackgasse heraus. Und dann findet die ganze Landesregierung offensichtlich keinen Weg aus dieser Sackgasse heraus. Und Frau Ministerin Gebauer, es wäre doch ein Zeichen von Stärke, wenn Sie aufgrund der sich jetzt zuspitzenden Lage in den Schulen Ihren Kurs anpassen würden. Und zum Glück, und da sind wir uns ja alle einig, anders als das im Frühjahr der Fall gewesen ist, ist es ja jetzt politischer Konsens, die Schulen und Kitas nicht zu schließen. Doch wer Schulen, Herr Ministerpräsident, wer Schulen wirklich offen halten will, der benötigt Modelle, die mit einem verantwortungsvollen und vor allem einem planbaren Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht arbeiten. Vielleicht erkundigen Sie sich da auch noch mal bei Ihrer Bundesbildungsministerin. Darauf ist ja schon hingewiesen worden. Auch die hat da mittlerweile eine andere Linie als diese Landesregierung. Die Stadt Solingen hat einen solchen Weg aufgezeigt. Doch anstatt die Kommunen bei ihrem Weg zu unterstützen und hier auch eine Chance zu einer modellhaften Erprobung zu nutzen, blockiert Ministerin Gebauer weiter konstruktive Wege für Bildungsgerechtigkeit und für Infektionsschutz und vor allem, um beides auch miteinander in Einklang zu bringen. Denn, Frau Ministerin, Sie sprechen ja immer von Bildungsgerechtigkeit. Doch Ihre konsequente Weigerung, einen Plan B auf den Weg zu bringen, bewirkt doch genau das Gegenteil. Wer keine verantwortungsvollen Alternativmodelle aufzeigt, der rechnet doch damit, dass es Ad-hoc-Maßnahmen gibt, die dann wiederum Schülerinnen und Schüler und Eltern von heute auf morgen unvorbereitet vor diese Situation stellen, wie wir das im Frühjahr im Übrigen auch hatten, und Schulen werden vor immer neue Herausforderungen gestellt. Nach den Osterferien, nach den Sommerferien, auch wieder nach den Herbstferien fragte man sich doch, warum diese Landesregierung die Zeit nicht nutzt, um wirklich verantwortungsvolle und vor allem auch vorausschauende Konzepte für die Schulen in Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen. Das Agieren der Landesregierung und ganz offensichtlich auch gedeckt durch den Ministerpräsidenten und ihrer Schulministerin ist daher nicht nur kurzsichtig, Herr Ministerpräsident, Frau Ministerin Gebauer, dieses Handeln ist einfach fahrlässig. Und auch die gebetsmühlenartig vorgetragene Bildungs- und Betreuungsgarantie des stellvertretenden Ministerpräsidenten ist doch nichts wert, wenn sie nicht mit koordinierten und vorausschauenden Maßnahmen hinterlegt ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und die Stimmen von Eltern- und Lehrerverbänden, von Schulleitungen, von der LandesschülerInnenvertretung, alles verhallt offensichtlich völlig ungehört bei der Ministerin. Auch die Landeslehramtsfachschaften haben ja mittlerweile klargemacht, dass sie bereitstehen, um hier zu unterstützen. So viel zum Thema, wir hätten weit und breit kein Personal. Es gibt diejenigen, die sich engagieren wollen, allein sie finden bei dieser Landesregierung kein Gehör. Und Solingen ist doch auch nicht die einzige Kommune. Heute lesen wir, dass der Städtetag von Ihnen fordert, endlich einen Stufenplan vorzulegen, endlich praxistaugliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen, damit Schulen auf steigende Infektionszahlen angemessen reagieren können. Und Länder wie Hessen und Niedersachsen machen es doch vor und lassen längst Modelle zum Präsenzunterricht und digitalem Distanzunterricht zu. Bislang allerdings, und das wird ja hier einmal mehr deutlich,
Ist es die mangelnde Gesprächsbereitschaft, die offensichtlich davon abhält, dass man hier zu vernünftigen und verlässlichen Maßnahmen kommt? Und sehr geehrte Damen und Herren, in einer solchen Situation wie der, in der wir uns jetzt befinden, da wäre doch eigentlich Geschlossenheit gefragt. Doch die scheint, wie ich gerade allerdings erleben muss, abgesehen von der Schulpolitik, scheint die doch in der schwarz-gelben Landesregierung auf eine erhebliche Probe gestellt zu werden. Die Vorstellung der FDP-Fraktion über ihre Rolle bei der Bewältigung der Pandemie ist dabei, wie ich finde, durchaus irritierend. Die FDP hat in der zurückliegenden Sondersitzung sehr breit erklärt, was sie alles nicht gemacht hätte, wenn sie hätte entscheiden können. Irritierend tut mich dabei, dass die FDP doch am Kabinettstisch sitzt und der Corona-Schutzverordnung zugestimmt hat. Gleich ganz schuldig geblieben sind sie uns ein alternatives Konzept, wie die FDP denn nun mit der aktuellen Situation umgehen wollte und wie sie das den Bürgerinnen und Bürgern auch, wie sie die Bürgerinnen und Bürger dabei auch mitnehmen wollen. Und ja, natürlich, die Zumutungen sind groß, die wir Bürgerinnen und Bürgern hier zumuten. Aber auch unsere politische Verantwortung ist groß. Und ein so dringend notwendiges Gesamtkonzept, wie wir es seit Monaten einfordern seitens der Landesregierung, scheint unter diesen Voraussetzungen auch einer nicht einigen Regierungskoalition doch mehr als nur schwer vorstellbar zu sein. Dabei wäre es dringend notwendig, das Krisenmanagement seitens der Landesregierung professioneller aufzustellen. Ein Beispiel. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 59 Krisenstäbe. Aktuell sind davon 58 aktiviert. Einzig der Krisenstab der Landesregierung ist nach wie vor nicht aktiviert. Für eine effektivere Kommunikation mit den Kreisen und kreisfreien Städten wäre dies aber eine wichtige Maßnahme, auch um die Entscheidungsfindung auf Landesebene abgestimmter und damit gezielter zu gestalten. Und, das finde ich, ist ja auch eine wichtige Nachricht, dieser Krisenstab wird übrigens im Stand-by-Modus im Innenministerium vorgehalten. Es wäre also ein leichtes, dieses Instrument jetzt tatsächlich auch zum Einsatz zu bringen, denn eine vorausschauende Krisenbewältigung darf nicht im Stand-by-Modus verharren, wie es offensichtlich diese Landesregierung tut. Und auch beim richtigerweise eingeführten Freiwilligenregister stellt sich aus unserer Sicht die Frage, warum dies nicht noch intensiver und erweiterter genutzt wird. Noch haben wir glücklicherweise, darauf hat der Gesundheitsminister ja auch hingewiesen, auf den Intensivstationen genügend Betten und Beatmungsgeräte. Doch Verbände und Expertinnen und Experten warnen schon längst davor, dass es nicht ausreichend Pflegekräfte auf den Intensivstationen geben wird. Hier für Entlastung zu sorgen und zusätzliche Kräfte für unterschiedliche Bereiche im öffentlichen Gesundheitssystem, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern zu gewinnen, ist ein entscheidender Beitrag zu einer verantwortungsvollen und vorausschauenden Politik zur Bewältigung der Krise. Deshalb brauchen wir erstens eine stärkere Bewerbung auch dieses Freiwilligenregisters und zweitens Konzepte, um in diesem Freiwilligenregister gegebenenfalls auch nicht medizinisches Personal zur Unterstützung der Gesundheitsämter zu gewinnen. Denn, und das haben wir ja auch schon über die letzten Tage sehr stark mitbekommen, die Gesundheitsämter sind an ihrer Belastungsgrenze. Daher muss auch, der Minister hat darauf hingewiesen, aber es muss dann jetzt auch passieren, der zwischen Bund und Ländern getroffene Pakt für die öffentlichen Gesundheitsdienste umgesetzt werden. Die zusätzlichen Mittel für Personal und die dringend notwendige Digitalisierung in den Gesundheitsämtern muss jetzt auch eingesetzt werden, denn sonst verpufft dieser Effekt, der so dringend nötig ist für die Entlastung der Gesundheitsämter vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, die Krise trifft nicht alle gleich. Und sie ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und das im Übrigen nicht nur in Bezug auf Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch in Bezug auf ältere Menschen in den Alten- und Pflegeheimen sowie Menschen mit Behinderungen in Behinderteneinrichtungen. Und wir dürfen, und darüber besteht ja zum Glück mittlerweile auch ein Konsens, wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Menschen noch einmal zum Schutz ihrer Gesundheit isoliert werden. Daher müssen wir hier Personal, Bewohnerinnen und Bewohner und Besucherinnen und Besucher regelmäßig testen und diese Testungen ermöglichen. Dafür brauchen wir gemeinsam mit den Trägern und den Verbänden die Voraussetzungen, die müssen jetzt gemeinsam geschaffen werden. Und es ist gut und wichtig, dass wir aus dem Frühjahr die Erkenntnisse mitgenommen haben, dass diese Krise nicht die Schwächsten zurücklassen darf. Und diese Solidarität ist in unserer Gesellschaft groß. Und dafür möchte ich an dieser Stelle auch einmal danken. Aber das ist auch wichtig, die Akzeptanz der Bevölkerung hochzuhalten, braucht eine klare Kommunikation. Die Menschen brauchen gerade in herausfordernden Zeiten Orientierung und sie brauchen verlässliche Aussagen über die Zeit ab Dezember. Und der Ministerpräsident darf hier seinen Schlingerkurs, den er seit dem Frühjahr fährt, nicht weiter fortsetzen.
Die Unterrichtung im Rahmen der Sondersitzung, da ließ ein der Ministerpräsident ja auch einigermaßen ratlos zurück. Denn da haben Sie gesagt, Herr Ministerpräsident, das Virus wird auch dann noch da sein. Und wir werden uns viel einfallen lassen müssen, was wir nach dem 30. November, also im Dezember, im Januar, im Februar machen. Ja, Herr Ministerpräsident, das klang weit mehr ratlos als nach einem klaren, verantwortungsvollen und vorausschauenden Konzept, was wir jetzt aber von Ihrer Landesregierung erwarten, dass Sie dies jetzt auch auf den Weg bringen. Denn, und das lässt einen ja auch einigermaßen ratlos zurück, dass auf Sommer Herbst folgt. Dafür braucht man nicht mal besonders vorausschauende Politik. Dafür braucht man nicht mal besonders vorausschauendes Handeln. Das ist nämlich der natürliche Lauf des Jahres. Dass diese Landesregierung sich hat davon offensichtlich überraschen lassen, das muss uns überraschen. Aber das hat mit vorausschauender und verantwortungsvoller Politik leider nicht viel zu tun. Und jetzt sind wir genau deswegen wieder in einer Akutsituation und die Landesregierung ist wieder im Reaktionsmodus, anstatt vor die Lage zu kommen. Sie sind wieder hinterher und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht nur im Rahmen von Unterrichtungen damit beschäftigen, wobei ich positiv anmerken möchte, dass ich es gut finde, dass wir uns diesmal vor einer Ministerpräsidentin und Ministerpräsidentenkonferenz hier im Parlament mit diesen Themen beschäftigen. Aber wir brauchen eine weitaus intensivere Befassung des Parlaments. Wir brauchen eine tragfähige gesetzliche Grundlage, um die Maßnahmen auch verlässlich und rechtssicher zu gestalten. Und wir brauchen dafür eine breite Diskussion im Parlament. Und dafür bieten wir unsere Kooperation für einen gemeinsamen Weg wirklicher, verantwortungsvoller und vorausschauender Politik zur Bewältigung dieser Krise an. Herzlichen Dank. Vielen Dank.